Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. In der heutigen Folge begeben wir uns, wenn ich die richtige Taste finde, zu dieser Gitarre. Das heißt, der Turm da hinten, danach holen wir den Teddy. Und den habe ich schon gesehen. Da schleichen wir uns mal gemütlich an und dann schießen wir ihn da runter. Von der Reichweite her muss ich, glaube ich, noch ein bisschen warten. Sollte nicht von zu weit aus schießen. Oh Gott. Ja, der Schuss hat lange gebraucht, bis er da ankam. Aber gut, wir müssen ja nicht da rumlaufen. Gibt sowieso momentan nichts Großartiges. Wir können hier an den Schienen vorbeilaufen. Da, wo wir schon mal waren. Wir haben uns ja bereits hier einmal umgesehen. So, und da sind die Banditen. Banditen sind gar kein Problem. Ich finde, Banditen zu bekämpfen ist irgendwie leichter als Bestien. Ich glaube, das liegt daran, dass Bestien halt direkt auf dich zustürmen, währenddessen du bei Menschen halt wirklich taktisch agieren kannst. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Na gut, gucken wir mal. Müsste ja hier sein. So zeigt mir meine Map, dass ich da hinten hin muss. Was ist denn da? Das ist seltsam. Das hört sich nicht gut an. Dazu? Fick dich! Gib uns die Moneten, dann kannst du trinken! Nein, niemand hat Zeit für mich. Lass mich einfach gehen. Was? Es gibt keinen. Ich bin ganz alleine. Bitte, lass mich gehen. Was machen wir überhaupt? Hey, bist du sicher? Ja, da ist niemand. Bitte, ich flehe euch an. Anscheinend gibt es keine Moneten. Und sollen wir den Trottel gehen lassen? Na klar. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Oh. Ja, dir steht die Scheiße ja echt bis zum Hals. Niemand, der für dich bezahlt und so. Oh. Da, die wollten ihn gehen lassen. Auf Steam hätte es bestimmt eine Belohnung gegeben, ihn zu retten, aber ohne Erfolg sehe ich das auch gar nicht ein, dass ich hier meinen Hals riskieren muss. Hey, was zum Teufel war das? Hey. Scheiße. Aber dezente Probleme. Was ist die? Ihr kennt mich doch gar nicht. Ja. Okay, vielleicht sollte ich tagsüber so eine Aktion nicht machen. Sondern nachts über. Naja, gut. Machen wir sie halt kaputt. Das war ja wohl 100%ig der Kopf, mein Freund. Hey! Okay, ich gebe zu, ich bin gerade nicht in Bestform. Ernsthaft? Es reicht. Check.
Jetzt stirb doch halt! Was ist denn los mit den Leuten? Wie gut, die waren nur zu dritt. Hm. Oh, hier brüllt irgendwas rum, das gefällt mir gar nicht. Leute, da ist der Scheißer! Was? Hab den Scheißer im Visier! Die haben einen von uns erwischt! Diese Arschlöcher! Ich glaube, das ist der Fisch da hinten. Aufpassen! Die haben einen unter Och! Oh Gott, oh nein, ey. Ja, ich sollte wie vorher Counter-Strike oder so spielen, damit ich mich aufwärme beim Schießen und Zielen. Ich habe gerade erst wieder angefangen zu spielen, das war... Oh Gott, das war grausam. Naja, so schlecht ist es hier nicht. Wer zum Teufel ist da? Hey, was ist das? Niemand. Ich bin wieder weg. Ach Gott, ich dachte, ich kann mich wegschleichen. Verdammt! Lade nach! Die Sonne, die stört mich ganz schön. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nicht einen Gegner. Gar kein Problem. Wir bewegen uns einfach hier weg. Ich habe den mit dem Messer getroffen. WTF! Wenn ich jetzt noch irgendwas sehen könnte, wäre das echt fabulös. Wo ist der Sack da oben? Und der Fisch. Oh Gott. Und der Fisch ist auch verdammt nervig. Der triggert mich momentan echt hart. Wie könnt ihr so gut zielen? Ha? Ach, guck mal. Oh, sorry, ich habe nicht gesehen, dass du aufgegeben hast. Wieso wurde alles gerade gelb? Weil ich jemanden getötet habe, der aufgegeben hat? Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, ich habe gerade den Spielverlauf geändert. Scheiße. Nee, egal. Passiert. War nicht meine Absicht. Also das nächste Mal, wenn wir gegen menschliche Einheiten kämpfen, schlafen wir, bis es Nacht wird. Da, der Sack! Ich meine, der lebt im Wasser. Egal, da kann es mir eigentlich nicht sein, dass er existiert, aber trotzdem. Und dieser eine Fuzzi, der hat mich getötet. Hä? Was zum Teufel? Okay. Wo ist jetzt die Gitarre? Oh, nur die Gitarre. Und warum zur Hölle zeigst du da hinten hin? Da ist nichts. Hm. Verbuggt vielleicht? Ich weiß es nicht. Komme ich hier rein zur Gitarre irgendwie? Ah, was war das denn? Achso. So, und hier könnte ich wieder schlafen, damit es Tag ist. Aber jetzt ist es zu spät. Guck mal hier den Scheiß. Ich meine, die Waffe nehme ich gerne einmal kurz in die Hand. Einfach nur, damit ich sie schon hatte. Nö, hier kann man nicht schlafen gehen. Sagt bloß, die gehen hier oben hin, um Gitarre zu spielen, um andere zu nerven. Simon, die Brücke ist erledigt. Die Fanatiker haben sie übernommen. Ich war bereit, ihnen ein Viertel der Ladung zu geben, aber sie wollten nichts davon hören. Wollten, dass ich ihnen zuerst meinen Diesel überlasse. Und
verdammt nochmal, ich werde den Flachwagen nicht 200 Kilometer weit mit einer verschissenen Draisine schieben. Wir stecken allerdings tief in den roten Zahlen. Daher schicke ich dir Serge mit dieser Nachricht. Verkauf den Diesel an die Brüder, sie haben Bares dafür geboten. Und besorg die Fähre. Oder einen motorgetriebenen Kahn. Oder ein Schleppschiff. Hast du mich verstanden, Simon? Nicht falschen. Sobald die anderen von der Brücke hören, wird jedes Stück Scheiße, das schwimmen kann, sein Gewicht in Gold wert sein. Wenn wir schnell genug sind, kriegen wir das hin. Mach hin, Simon. Zeit ist Geld. Habe ich die Gitarre jetzt mitgenommen? Und die Quest ist jetzt erledigt, oder? Ja. Okay. Eiskalt die Gitarre mitgenommen. Ah, für den Kollegen wahrscheinlich, ja. Ich verstehe. Ja, und hier ist einfach mal nix. Na gut, klettern wir wieder runter. Es wird Zeit, den Teddy zu holen. Mein Leben riskieren für so einen dämlichen kleinen Teddy. Keine Ahnung, wieso ich das mache. Ist wahrscheinlich, weil ich verdammter Perfektionist bin. Wenn ich damit leben kann, nicht alle Quests gemacht zu haben, obwohl es nicht mal dafür eine Errungenschaft gibt von Epic. Epic Fail. So nenne ich die nur noch Epic Fail, ey. Also wenn die schon so einen Dienst anbieten und Metro dafür komplett für sich Dings dann, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Dann würde ich doch zumindest mal irgendwie auch Erfolge reinmachen. War Absicht, damit ich das Ding hier reinziehen kann. Alles gut. Ich würde niemals mein Leben riskieren für nichts. Aber ich hatte oben links einen Blutfleck, der musste natürlich verschwinden. Ja gut, wie kommen wir jetzt darüber? Was sagt die Karte? Da sind Schienen. Eigentlich sollten wir mit der Draisine... Ah, die Draisine könnte da hinten sein, mit der wir fahren. Das ergibt natürlich Sinn. Oh, da kommen sie gerade angestiefelt, die kleinen Pisser. Da soll die Draisine sein? Ah, hier ist der Waggon, den wir gesehen haben, aber... Actionmusik? Wofür? Hä? Okay, hier ist alles eingesammelt. Die Pilze fangen zwar wieder an zu leuchten, aber anscheinend kann man sonst nichts mit dem machen. Na gut. Ich höre auf jeden Fall Menschen. Was geht denn mit dem ab? Irgendwas ist hier. Irgendwas regt die Leute auch auf. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Aber Überraschung. Einen von euch hau ich jetzt um. Natürlich muss der genau dann aufstehen. Hat er gerade noch geschossen? Das sah cool aus. Hätte auf jeden Fall... Ach, der lebt noch. Ich hätte auf jeden Fall irgendwie doch ein Visier ranbacken sollen. Sie haben einen von uns erwischt. Diese Arschlöcher.
Dir geht's auch nicht mehr so gut, oder? Oh ne, doch, dir geht's gut. Jetzt nicht mehr. Okay, die Actionmusik hört auf. Keine Ahnung, was hier eigentlich hätte sein sollen. Aber gehen wir sie mal besuchen. Was habt ihr denn so Schönes hier für mich? Ein paar Reagenzien. Eine Waffe, die ich mal kurz aufsammle, damit ich sie mal kurz in der Hand hatte. Ah, ziemlich langweilig bei euch. Also hat sich nicht gelohnt, euch zu töten. Ja, ich kann Lichter machen. Aber das war's auch schon. Na gut. Den werde ich aus Prinzip erschießen. Oh Gott, okay. Ja, der Geigerzähler dreht durch. Jetzt verstehe ich, warum ich die ganze Zeit Schaden bekomme. Alter, wieso dreht das hier so durch? Okay. Ja, rein theoretisch kann ich ja die Maske abnehmen, ne? Ein Hoppelhieschen. Okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann es wirklich wichtig ist, Dinge aufzusammeln, wie, ich meine, Dinge zu benutzen, wie die Gasmaske und so. So, für die Waffe wollte ich ein Visier haben, ne? Ne, das ist kein Visier. Ja. Ja, ist jetzt nicht so richtig krass. Hatte ich da nicht ein richtig krasses Visier drauf eigentlich? Stabilität. Na gut, nehme ich. Oh, ich kann warten, bis es nachts ist. Ah, sieh mal einer, guck. Gut, können wir ein bisschen Munition herstellen, das ist ganz gut. So, okay. Schrot brauchen wir nicht. Stahlkugel kann ich ja jederzeit herstellen, ne? Das sind Dinge, die ich jederzeit herstellen kann. Der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. So, reparieren wir erstmal den Mist hier. Hier können wir nichts verbessern. Ich hasse es, wenn ich vorher Fallout spiele, ist das echt grausam. So, die Frage ist, sind hier jetzt Menschen oder nicht? Okay, das hört sich aber an, als wären sie irgendwo in einem Raum. Da würde mir Dunkelheit nicht viel bringen. Na gut. Hier ist also unser Kollege gerade drin und wird gefoltert, oder was? Gucken wir mal kurz rein. Ach Gott, die Hundis sind wieder hier am Start. Habt ihr kein eigenes Leben? Die sehen mich nicht, wenn ich hier lang schleiche. Ah, ich wette, die kommen hier nicht rein. Menschen und Viecher treffen sich wahrscheinlich eher selten. Ah, Hallöchen. Hm.
Wie, die haben mich schon bemerkt. Ist hier oben einer? Ja. Okay, das war eigentlich relativ laut. Gefällt mir nicht. Okay. Hey Kumpel, warum sind diese Arschlöcher hier rumgeschlichen? Haben sie uns gesucht? Hättest du wohl gern. Sie wollten die Feuerwelle bekämpfen. Fusel und Gras. Jetzt willst du mich verscheißern. Ist da noch einer? Darum geht es doch. In diesem Kult sind alle total bescheuert und glauben, dass Elektrizität vom Satan ist. Da habe ich so einiges gehört. Verdammt, das ist abgefahren. Und wie wollten Sie das machen? Auf einzig wahre Weise. Mit Kreuz und Gebet. Verdammt, die müssen echt beknackt sein. Ganz offensichtlich. Da liegt ein ganzer Haufen Leichen rum. Und was glaubst du, was Ihr Boss Ihnen erzählt? Was? Dass sie gestorben sind, weil ihr glaubt. Mach doch die scheiß Tür auf, Mann! Lauft raus, tötet sie! Verdammt, ich mach mich tot, Mann! Hä? Wer zum Teufel ist das? Niemand! Du verdammtes Miststück! Was für ein verdammtes Geräusch! Du bist schon der Schweine! Verdammt! Wow, 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 wow! WTF! Was willst du denn, ey? Schön, dass du meinen Handschuh gebissen hast. Niemand kann mich sehen, ich bin ein verdammter Assassine. Nimm mein Messer. Okay, oder auch nicht. Das ist denn nicht mal anschleichen. Viele können ja nicht übrig geblieben sein, ne? Aber einen Großteil von denen habe ich schon vernichtet. Ich weiß nicht, hier brennt alles, also wenn du dich hier gerne ergeben willst. Kein Problem, aber den Loot will ich trotzdem. Ich glaube, euer Tee ist fertig. So, gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ich dachte eigentlich, das wäre unser Kollege gewesen, der da eingesperrt ist, aber anscheinend ja nicht. Wundert euch nicht, wenn ich immer so still bin, weil die quatschen halt immer sehr viel. Und ich will halt die Gespräche mitbekommen und ihr wahrscheinlich auch. Deswegen versuche ich halt so wenig wie möglich zu quatschen währenddessen. Und ich glaube, wir können gleich mehr Munition tragen. Ja, Spinne. Hallo! Das ist widerlich, ey. Wir werden auch für dein Seelenheil beten, solange wir leben. Auch wenn du ein Ketzer bist. Gott segne dich. Ja, mach dein Licht aus. Gebete sind gut, aber ich möchte dir mit etwas Handfesterem danken. Oh. Hör gut zu. Im Terminal gibt es einen Raum. Dort bringen wir alle sündigen Dinge hin, damit der Fisch sie läutert. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du bist ohnehin ein Sünder. Vielleicht findest du da etwas Nützliches. Okay.
Simon, das darfst du nicht. Zelantius wird dich dafür exkommunizieren. Das wird er nicht, wenn du es ihm nicht erzählst. Oder möchtest du lieber hier sterben? Durch die Klinge eines Heiden? Na, natürlich nicht. Ich sag nichts. Ja, nice. Cool. Da, wo wir hingehen, würde das Ding auch sein. Das ist ganz praktisch. So, ich kann rein theoretisch jetzt zurück zur Werkbank gehen und erstmal aufrüsten. Ich glaube, das ist auch jetzt eine gute Idee, weil die Folge ist eh fast um. Da finde ich gut. Hier sind also auch Zufallsereignisse. Oh, hi. Alte LB gedrückt. Feuerzeug. Hä? Also wegen den Spinnenweben. Ich dachte, denen kann ich jetzt irgendwie helfen. Kann ich das auch? Still bleiben. Stillstehen. Stillstehen. Geht doch. Glückwunsch, du bist unten. Hat mich nur Munition gekostet. Glückwunsch, du bist tot. So. Wo ist jetzt nochmal mein Dingenskirchens gewesen? Oh. Kann ich noch plündern. Oh, okay. Wo war die Hütte? Irgendwo hier hinten, ne? Ich glaube noch ein Stück außerhalb. Kann das sein? Ja, hier. Okay. So, machen wir jetzt mal Licht an. Und dann gucken wir mal. Cargo-Weste ermöglicht das Tragen einer begrenzten Menge Munition, Wurfwaffen und Verbrauchsmaterial, wie zum Beispiel Medipacks und Filter. Zur Aufbewahrung zusätzlicher Munition, die Einstellschlaufen sorgen für besten Tragekomfort. Die Patronentaschen sind alle einzeln mit Laschen ausgestattet. Dadurch wird die Munition besser geschützt und gleichzeitig von Klappern abgehalten, wenn sich der Träger bewegt. Oh, mehr Stealth-Modus. Okay, das gefällt mir. Das ist gut. Könnt ihr auch jetzt mehr Munition herstellen? Ja, komm. Weißt du, wenn wir schon mal hier sind. Brauchen nicht allzu viel Munition, aber ein bisschen geht ja auch hier so. Ah. Passt schon. Ich denke, jetzt sind wir gut ausgestattet für dahin, wo wir jetzt hingehen. Die Frage ist, ob es jetzt nicht vielleicht doof ist, wenn es dunkel wird. Ob wir vielleicht warten sollten. Okay, das hier heißt Banditen. Gut. Jetzt sollten wir nochmal auf so ein Zeichen treffen, wissen wir, okay, die Jungs sind nicht so cool. Die wollen uns höchstwahrscheinlich töten. Achso, das ist meine Schritte. Ich dachte, da klopft irgendjemand. Ach, hier geht's direkt rein. Na gut. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir Richtung Quest da hinten hin aufbrechen. Das wird diese Brücke sein, oder nicht? Da ist ein kleiner Wichsgrübbel. Ob da irgendwas drin ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt, überhaupt da aufzumachen. Und da ist die besagte Brücke, wo wir rüber wollen. Okay, das heißt, als nächstes gehen wir dahin, fahren dann in den Süden. Kann ich hier meine Maus verwenden? Nein. Fahren dann in den Süden zur Endstation da und gehen dann zu Richtung Teddybär und dann Richtung Fragezeichen. Ja, ich glaube, das ist der Plan. Mal gucken, ob alles so hinhaut, wie ich möchte. Wir sehen uns dann wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.